Nee, hier ist nur so ein Spinnennest. Das zerschlagen wir und Volkrim kümmert sich um das Fass. Und Kendala kümmert sich um diesen Feuer, um das Feuermoos hier. Feuermoos und dann schauen wir, was da drin ist. Da ist noch eine Steineiche drin. Und das war's. Da dachte ich mir doch, dass es hier nicht weitergeht. Jo, gut, hier gab es ein paar Abenteuerpunkte und ein paar Sachen. Da müssen wir hier weitergehen. Beim Zurückgehen könnte es sein, dass wir jetzt nochmal angegriffen werden. Das macht das Spiel ja ganz gerne mal. In diesen Höhlen hier, dass man beim Zurückgehen dann Ärger bekommt. Schauen wir mal, ob das hier auch der Fall sein wird. Schaut im Moment nicht so aus. Boah, das sind echt gruselige Stollen. Aber gut. Da ist der untote Kräum, den wir erledigt haben schon. Sehr gut. Nur einer ist noch übrig, die anderen sind irgendwie verschwunden. Dann gehen wir jetzt hoch in die nächste Ebene. Was erwartet uns dort oben? Was wir auf jeden Fall jetzt mal machen sollten, ist, wir sollten wieder unser Zauber aktualisieren. Bevor wir weiter marschieren. Nee, nicht Gewandtheit. Entschuldigung, sondern Körperkraft bitte. Den haben wir uns ja extra geholt. Den Attributo Körperkraft. In Talon war das, ne? Ja. Und da hatte ich mich ja noch geärgert, dass wir für Dranor vergessen haben, den Todesstoß zu holen. Dann haben wir den Gott sei Dank dann noch in Murolosh bekommen. Und er ist vergiftet. Das sollten wir auch noch korrigieren. Gut, sonst geht's allen gut, ne? Ja. Sonst geht's allen gut. Dann können wir weitergehen. Oh, oh, Quicksave. Quicksave hört sich nicht gut an. Und was ist hier? Aha, wieder so ein Kräum. Mehrere wahrscheinlich, ne? Ich versuche mein Bestes. Bei Angrostbar. Wir versuchen den gleich mal hier eine aufzustreichen. Lass das mal vor Grimm machen. Ja, es ist schwer jetzt hier in diesen engen Höhlen up to date zu bleiben und gut zu sehen, wo wir stehen. Es ist auch ziemlich dunkel. So, kannst du jetzt mal bitte diesen Wuchtschlag hier machen? Dein berühmten. Der hat nicht getroffen. Todesstoß auf den hier bitte. Du machst einen Fulminictus und du machst auch einen Fulminictus bitte. Der verschwindet jetzt irgendwie. Jetzt haben wir ihn umgeworfen. Der lebt aber noch. Beide leben noch. Also Leben ist zu viel gesagt, das ist ein untoter Kräum, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, der hat es jetzt fast schon hinter sich. Der ist umgeworfen. Und der hat nur noch 2 Lebenspunkte. Gut, dann geht ihr mal auf den Umgeworfenen hier los. Weil der hier kriegt ja auch Ärger mit dem Bär. Der Bär erledigt hier und beide sind erledigt. Sehr gut. Beide sind erledigt. Dann schauen wir doch mal, was die dabei haben. Zwergenstahl und Gegengewicht. Mit dem Gegengewicht kann man auch irgendwas bauen, ich weiß aber nicht genau was. Ah. Aha, Fallensteller, das ist ein guter Hinweis. Bist du bei diesen Kämpfen gestorben oder in einer ihrer Fallen? Nein, nein, habe ich nicht gekämpft. Niemand war mehr am Leben, als ich hier suchte. Was habe ich nur gesucht? Alles ist vergessen. Warum haben sich hier Zwerge und Kräume bekämpft? Die Krollmurim waren schließlich Drachenverehrer. Warum? Weißt du das nicht mehr? Die Kräume haben hier unten wirklich Drachen verehrt? Seltsam, hast du hier jemals Drachen gesehen? Er betet noch heute zu ihnen, aber ich habe nie Drachen gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Warte, nicht den Duft auflösen! Tja, das war es auch schon wieder mit seiner Aussage. Gehen wir mal weiter. Und dann gucke ich gleich mal hier. Ah, das ist ein neues Gebiet. Das ist Zwergenräume, heißt es, glaube ich. Gut. Und hier steht irgendwas mit Kruldur. Ist auf jeden Fall was Leuchtendes. Hier ist auch schon eine Falle. Hier geht ja schon gut los. Hier sind irgendwelche leuchtenden Steine. Das ist ja spannend. Folgt mir. Wir versuchen mal, diese Feuerfalle hier zu lösen. Hier ist ein Gang. Und da geht die Haupttreppe nach oben. Ist hier eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Und die kriegen. Weiß ich nicht, ob wir die aufmachen können. Soll ich die aufmachen? Ich mach sie mal auf. Kompliziert. Dahinter erwartet uns erstmal nichts. Schleichen mal.
uns mal weiter. Dieses Schleichen ist so langsam. Man weiß nicht, ob man überhaupt mal irgendwann ankommt. Selbst der Bär schleicht. Okay, ist hier jemand drin? Ja, da ist jemand. Ein Unterkräum. Wir sind doch sowieso... Oh, schaut mal, Feuer. Da brennt Feuer. Wer hat das angeschalten? Da unten sind auch Kräume. Der untote Kräum muss da um die Ecke sein. Irgendwie werden wir angegriffen, aber ich weiß nicht von wem. Ach komm, jetzt sind wir wieder im Laufen-Modus automatisch. Da unten greifen wir uns an, okay. Ja, ich wollte doch hier gucken. Aber das ist, glaube ich, im nächsten Raum. Das ist im nächsten Raum irgendwie. Nee, das ist hier unten. Hier unten, das sind doch tatsächlich die, die von da unten kommen. Ja, kannst du denen mal eine aufstreichen mit Feuer? Das wäre mal interessant. Wo müsstest du da hinlaufen? Du musst bis dahin laufen. Ja, der Bär kriegt natürlich jetzt auch was ab. Ich glaube, wir sammeln uns mal hier oben, Leute. Das bringt uns doch jetzt nicht weiter, wenn wir da jetzt runter marschieren. Die sind so langsam, das dauert länger, bis sie hier sind. Komm, Bär. So, der Bär ist hier. Die kommen nämlich schön hier wie so eine Schlange auf der... Hätten wir den Bär nicht, können wir hier auch mal stehen bleiben. Ich sehe da kaum was. Jetzt kommt, glaube ich, einer. Na ja, hier ist einer. Dann kannst du nämlich auch nochmal ein Ignisfero hier wirken. Und ich versuche währenddessen den Bär hier mal im Schach zu halten. Dann Krea hier den Ignisfero. Sehr gut, Krea. Dann machst du das gleich, glaube ich, nochmal. Und wir müssen den Bär hier in Schach halten. Sehr gut, dann haben wir nämlich schon mal einen erledigt. Oder vielleicht sogar... Nee, es müsste einer sein. Und oder Kräum tot. So, und dann können wir vielleicht gleich nochmal einen. Nein, wir können leider keinen mehr. Okay, dann lassen wir die jetzt zu uns kommen. Bär, bleib hier. Oh, da ist der Geist. Der Geist ist frei geworden. Dann alle auf den Geist. Der wird uns gleich geblitzt. Der wird uns gleich blitzen. So, den Geist haben wir. Dann wieder alle zurück. Und... Ah, das ist noch ein Geist. Nee, das ist... Okay, da sind drei, glaube ich. Vier da hinten ist noch einer. Wir gehen mal alle auf den hier. Und du machst deinen Hammerschlag tatsächlich auf den hier. Ja, so machen wir das. Und Vindala hat ja die Möglichkeit, nochmal Fulminictus zu machen. Dann machen wir mal Fulminictus auch auf den hier. Ich hoffe, dass nicht viele Geister jetzt hier auftauchen, weil dann kriegen wir ein Problem. So, Kräumengift, Kräumengift. Okay, du brauchst das Kräumengift weg. Das ist wichtig. Du kannst einen Todesstoß machen. Ist einer schon erledigt? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie schaut es aus, als wäre einer schon erledigt, aber ich bin mir unsicher, weil ich habe jetzt... Ich sehe den auch nicht auf dem Boden liegen. Nee, 1, 2, 3, 4, das sind schon noch alle da. So, den haben wir jetzt erledigt. Das, ja, den hier. Ach, das waren zwei, die ineinander standen. Ganz merkwürdig. Also der ist jetzt erledigt und der hier ist noch da und die beiden sind auch noch da. Gut, Fokrim, dann gehst du gegen den hier. Der hat noch 27 und du gehst auch gegen den hier mal. Ach, da hinten ist noch einer. 1, 2, 3, 4, 5 waren das. Jetzt habe ich irgendwie die Übersicht verloren, aber egal, wir kämpfen einfach. Du machst hier einen Wuchtschlag, du greifst hier an, das passt soweit, dort passt es auch. Und du kannst eigentlich einen Fulminictus machen, ne? Du hast drei Energie, hast du genug, dann machst du hier bitte einen Fulminictus. Den haben wir erledigt, das ist jetzt nur noch drei, wenn ich es richtig sehe. Der Zwerg ist darüber gelaufen, warum auch immer. Wir müssten doch eigentlich erstmal den hier erledigen. So. Geht doch alle mal gegen den jetzt erstmal. Der ist ja schon verletzt. Und da kommt bestimmt ein Geist raus. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Nee, kommt gar nicht raus. Okay. Dann bitte gegen den.
alle gegen den hier. Den haben wir auch und dann alle bitte gegen den. Ah, hier kam ein Geist raus. Ja, diese Kräume, das die haben schon in sich. Sollen jetzt alle gegen den Geist? Das kriegen wir aber auch hin. Auch wenn er uns blitzt. Aber das kriegen wir hin. So, das haben wir geschafft. Dann kommt der Clown Po schnell auf den Gefährten hier. Der bleibt aber nicht mehr lange, nur noch 3 Minuten. Okay, das ist aber wieder entgiftet. Puh, so, was haben die Kräume dabei? Folgt ihr mir? Schaut sich da nochmal an. Leute, Sachen, die wir nicht brauchen. Ich glaube, die Schmiedehammer werden wir am Ende des Tages irgendwie liegen lassen müssen. Weil das ist einfach viel zu viel Zeug, das wir da mitnehmen. Und die brauchen wir auch nicht wirklich. Die bringen auch nicht viel Geld. So, wir haben immer noch Kampfmusik. Interessanterweise. Amadrutz. So, hier geht es nicht weiter. Da ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Gehen wir hier runter. Da geht's. Da ist eine Truhe, sehr schön. Schauen wir mal, was hier ist. Steigt gleich hier, okay. Die Truhe ist verschlossen. Dann probierst du doch gleich mal, die aufzukriegen. Sehr gut. Und was ist drin? Dietriche, Zwergenstahl, Kettenhelm und Edelsteine. Edelsteine ist gut. So, und da drüben ist wieder eine Treppe. Und da ist nochmal eine Truhe. Die Kiste. Zwergenstahl, Blattgott und Edelsteine. Ja, das lohnt sich natürlich schon, hier in so einer Zwergenmine herumzulaufen. Ne? Im Sinne von... Da kommt Dampf raus. Im Sinne von Schätzen, Edelsteine und sowas. Gold, Edelsteine, Gold, Gold. So, hier gibt es viele... Fledermäuse auf jeden Fall schon mal. Und die Frage ist, wer hat dieses Feuer hier angezündet? Oder ist das eine ewige Flamme, die für immer brennt? Sozusagen das olympische Feuer von Kuldur. Ich meine, wir sind ja auch zu fünft, ne? Wir sind wie die olympischen Ringe hier. Wir sind wie die olympischen Ringe und hier ist die olympische Flamme. Gut, das haben wir geschafft. Dann müssen wir jetzt hier nach oben. Und ich habe ein bisschen Angst, weil hier sind so komische Würfel. Aber gut. Komische Pflanzen oder was ist das? Nächste ein Skelett. Und hier ist nochmal eine Falle. Interessant. Zu euren Diensten. Und der macht es nicht mehr lang. Er ist sehr gut in Fallen entschärfen. Unser lieber Tranor. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn bei Fallen entschärfen? Inzwischen, da haben wir 18. Und er würfelt auf Fingerfertigkeit und Intuition. Intuition könnten wir mal steigern bei ihm. Tatsächlich. Schlösserklang braucht auch Intuition. Und ich glaube, hier Parade braucht auch Intuition, ne? Ja, Parade braucht auch Intuition, Attacke nicht. Nee, die braucht stattdessen Mut. Also Intuition ist was, was wir bei ihm mal steigern könnten, denke ich mal. Okay. So, jetzt sehen wir auch, was da steht auf der Karte. Da steht nämlich die Tiefen von Kuldur. Und hier steht altes Lager. Ja, und jetzt gehen wir hier weiter und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Noch mehr Würfel. Oh! Und hier ist so ein ganz komisches Ding. Und hier warten noch untote Kräume auf uns. Na, dann gehen wir doch gleich mal direkt mutig in den Kampf rein. Da hinten ist auch noch einer. Ja. Wir könnten, ich glaube, das mache ich sogar mit Krea, hier mal einen Feuerball wirken. Obwohl, der Feuerball ist gar nicht so gut, wenn die nicht so nah beieinander stehen. Ne? Dann machen wir das mal nicht. Wir wirken hier mal einen Fulminictus und du bitte auch. Das Problem ist, dass der Bär jetzt gerade gestorben ist. Nee, aber er wird gleich sterben in 23 Sekunden. Unsere beiden Freunde, habt ihr euch als Bär verkleidet? Das ist Gwendala und das ist Tranor und das ist Fulgrim. Alle drei stehen im Bären drin. Ja, Mahlzeit. So, Fulgrim, du schlägst mir hier zu und du machst mal einen Todesstoß bei dem. Und ja, dann hat jeder seine Befehle, das passt doch. Ich frage mich, warum hier so ein komisches Licht rauskommt. Ich habe ein bisschen Angst davor, rauszufinden, was hier los ist. So, das war, ging auf den hier, ne? Der Fulminictus ging auf den hier. Dann bleiben wir auch bei dem. Okay, und du greifst auch mal den hier an. Und du machst nochmal einen Beschreibungsschlag. 40 hat er noch.
Ja, machen wir nochmal einen Hammerschlag bitte auf den. Wir müssen die schnell hier erledigen, weil sonst haben wir Übermacht gegen uns und das wäre schlecht. Das wäre schlecht. So, der hat 43 noch. Da kommt aber, dann kommen gleich nochmal zwei Fulminikti. Dann gehst du vielleicht auch mal gegen den, lieber Drano. Ach, der liegt eh auf dem Boden. Das ist ja interessant. Okay. So, der hat noch wenig und... Ah ja, okay. Haben wir einen schon erledigt? Irgendwie habe ich das Gefühl... Ah, nee, der steht hier. Okay, die haben beide noch wenig. Dann gehst du bitte gegen den. Du machst mal... Gehst mal auch gegen den. Der hat ja nur noch... Ach, der hat 0 Lebenspunkte. Hier wird es anders angezeigt, aber egal. Ich versuche mein Bestes. Ja, eigentlich hat er 0. Eigentlich müsste er schon tot sein. Und du gehst gegen den. Und du auch. Ja, der ist erledigt. Okay, dann können alle gegen den hier gehen. Diesen Schwachen, der ist auch erledigt. Dann können wir alle gegen den gehen. Der ist auch schon geschwächt. Bis jetzt ist noch kein Geist aufgetaucht. Aber aus dem könnte ein Geist rauskommen. Ich habe irgendwie das Gefühl. Komm, schlag den. Sehr gut. Und dann alle gegen den hier. Und dann kannst du nochmal... Nee, kannst du nicht. Ich dachte, der könnte nochmal einen Todesstoß machen. Kannst du aber nicht. Aber du kannst einen Wuchtschlag machen. Und du müsstest auch einen Wuchtschlag machen können, meine Liebe. Genau. Und alles unter dem Blick von diesem komischen leuchtenden Gesicht. Komisch. Der Bär ist tot. Und ich glaube nicht, weil er getötet worden ist, also von den Kräumen, sondern weil einfach seine Zeit abgelaufen war. Seine Beschwörungszeit sozusagen. Wunderbar. Wir ziehen uns ein Stück zurück. Ich habe gerade gesehen, hier können wir irgendwas machen. Ah, diese Wand können wir öffnen. Das hat wahrscheinlich unser lieber Forkrim gesehen mit seinem Zwergensinn. Forkrim ist vergiftet. Und du holst wieder den Bären. Der bleibt eine Viertelstunde da. Das heißt, du brauchst keine, nicht zeitlich nicht sparen. Amadruz läuft noch ein bisschen, aber ich glaube, ich hole mir den trotzdem dann schon mal. Es ist wieder Kampfmusik. Haben wir hier irgendwo einen Kampf? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, das mit diesem Attribut Körperkraft, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich nur dann, wenn wir wissen, dass gleich ein großer Kampf kommt, glaube ich. Weil sonst ist der so schnell wieder weg. Der dauert ja nur, ja, wohl 5 Minuten auch. Ja, 5 Minuten dauert der auch. Ja, die Zeit vergeht einfach so schnell, dass die 5 Minuten so schnell vorbei sind. So, Vorkommen, du schaust dir jetzt mal an, was die dabei hatten, diese Kräume. Kommst du da nicht durch? Kohle. Na, da schon her. Aber nicht die gute Art von Kohle, sondern die rauchende Art von Kohle. Ah, schon voll hier. Zwergenstall können wir schon mal nicht mehr mitnehmen. Dann holst du dir den Zwergenstall. Na, so langsam wird es eng hier. Aber wir haben ja schon ungefähr die Hälfte geschafft, würde ich sagen. Hier ist diese Wand, die können wir mal aufmachen oder wir gehen erstmal nach oben. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Weil wir jetzt ja gerade gerüstet sind für Kämpfe und alles. Ich mache es auch wieder ein bisschen langsamer, weil ihr wisst ja, Fallen und so. Da kommt kein Licht aus diesen Masken raus. Oh, da geht es wieder in Höhlen rein. Oh, das sind wieder so Feuergeister. 3 Stück. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich probiere mal gleich mal den Corpo Frigo hier. Oh, oh. Lass das mal Vorgrim machen. Hammerschlag. Todesstoß. Nicht auf Krea natürlich, meine Herren. So, und du machst einen Fulminictus. Du musst ziemlich nah ran für den Corpo Frigo offensichtlich. Oh, und da kommen lauter Ignifaxii auf unsere Krea. So, der liegt schon am Boden, hat nur noch 67 Lebenspunkte. Das habt ihr gut hinbekommen. Da kommt ein Fulminictus, hat dann nur noch 43. Und Krea hat das Problem, dass sie die ganze Zeit hier verbrannt wird von dem da hinten. Aber das ist kein Problem, weil Krea macht jetzt einfach einen Balsam auf sich selbst. So, ihr könnt da mal hingehen. Den mal auf die Rübe hauen. 10 Lebenspunkte noch. Und das war's jetzt mit ihm. Okay. So, dann geht ihr alle mal auf den hier. Aber Krea, du machst trotzdem einen Balsam auf dich selbst. Du machst einen Fulminictus auf den hier. Und du machst einen Hammerschlag auf den hier. So machen wir's. Ach, der ist hier rüber teleportiert, wie es ausschaut. Okay.
brennen. Ja, ich weiß, wir brennen. Aber es ist dann halt so. Gut, dann kannst du einen Wuchtschlag machen. Auch auf den hier bitte. Okay.